Jetzt kommen wir zu dem nächsten Thema. Nicht selten, das weiß jeder von uns, kommen hauptsächlich Eltern und sagen, ja, was mache ich jetzt mit der Skoliose von meinem Kind? Ist die noch konservativ zu behandeln? Ist zu operieren? Wenn man das operiert, wann operiert man das? Wie operiert man das? Und dazu wird uns jetzt Herr Rütten was sagen. Bitte. Ja, also erstens mal in der Pause bin ich überzeugend belehrt worden. Itis, ursprünglich griechisch. Habe ich schon wieder verloren, ja? Kann echt nicht wahr sein. Kommen wir aber gleich nochmal dazu, in einem anderen Rahmen. Skoliose. Das heißt, wir waren bisher bei der Verkrümmung in der Sagittalebene. Jetzt kommen wir quasi zur Verkrümmung in der Frontalebene auf den ersten Eindruck. Wir reden jetzt über Kinder. Bei Kindern entstehen immer verschiedene Begriffe. Wir haben schon ein paar gehört, Säuglinge oder Adoleszenz oder Sonstiges. Es gibt so eine richtige verschiedenste Einteilungen mit allen möglichen Namen zum Alter hin. Sie sehen, es gibt auch gewisse Überschneidungen. Für uns in der Orthopädie oder in der Wirbelsäulenorthopädie gelten Kinder eigentlich von fast von 0 bis 21 Jahre, sagt man, weil bis 21 die Wirbelsäule immer noch im Rahmen des Wachstums Veränderungen hat. Adoleszenz ist übrigens definiert als zwischen 13 und 21 Jahre. Gibt verschiedene Erkrankungen, die uns betreffen bei Kindern an der Wirbelsäule. Wir haben diesen großen Block, sage ich mal, der Deformitäten der Wirbelsäule. Dann haben wir gewisse Deformitäten der angrenzenden Strukturen vielleicht, Torticollis, und eben die Erkrankungen, die auch beim Erwachsenen auftreten, die bloß bei Kind gesonderter Therapieschema da zum Teil bedürfen. Skoliose, Skolios aus dem Lateinischen, krumm. Und ja, das ist jetzt das Thema, womit wir uns beschäftigen. Ja? Wir haben es schon gehört von Herrn Schlüter. Jeder denkt, Skoliose, Frontalebene, Seitverbiegung. Das ist eine der ganz wesentlichen Aspekte. Aber der zweite wesentliche Aspekt, das hat der Schlüter auch schon gesagt, ist die Rotation des Wirbelkörpers. Also extrem wichtig. Skoliose ist Seitverbiegung, gut in der Frontalebene, plus Rotation des Wirbelkörpers. Auch wenn die Eltern mit den Kindern immer zu uns kommen, sage ich den Eltern immer, wenn wir über Therapiekonzepte sprechen, dass wir eigentlich hier eine Erkrankung haben, die man über lange Zeiträume relativ gut untersucht hat und man relativ gut eigentlich Bescheid weiß, was passiert, wenn ich eine Skoliose habe. Das heißt, wir haben hier eine Erkrankung, ja, 50 Jahre nach Untersuchung ist ja nur ein Beispiel oder zwei Beispiele, eine Erkrankung, wo wirklich Langzeiterfahrungen vorliegen, was ja auch nicht immer so ist, nicht nur in der Wirbelsäulenchirurgie. Was ist das Problem bei der Skoliose? Das Problem ist einfach, dass die Skoliose dazu, ich möchte nicht sagen immer, aber natürlich in einem wahnsinnig hohen Prozentsatz dazu neigt, eine Progredienz aufzuweisen. Und die Progredienz ist einfach das Problem, weil durch die Progredienz kommen eben verschiedene Folgeerscheinungen. Herz-Lungen-Funktion, Lebenserwartung insgesamt, Lebensqualität. Wie diese Progredienz aussehen wird, das kann man natürlich nie vorhersagen in dem Sinne, aber durch die Langzeiterfahrungen weiß man einfach, dass die Progredienz problematisch ist, aber einem gewissen Wert. Und wenn wir über Progredienz reden, dann muss man auch noch über Therapie reden. Und man operiert auch Kinder. Und warum macht man das? Warum wartet man nicht einfach ab? Die Sache ist einfach folgendes. Früh, kann man sagen, sind alle Verkrümmungen häufig flexibel. Auf jeden Fall flexibler als spät, wo sie rigide werden. Und je rigider das Ganze wird, das ist dasselbe wie bei der Kyphose, umso wirklich schwieriger und aufwendiger werden auch die Operationen. Das heißt, je flexibler, umso einfacher ist das im Endeffekt zu korrigieren. Wenn man so jetzt über die Jahre hinweg schaut und in die Literatur schaut, werden verschiedenste Skolioseformen benannt. Wenn ich das ein bisschen reduzieren darf, das ist das, mit dem wir hauptsächlich arbeiten. Wir haben schon gehört, die Säuglingsskoliose, dann diese sogenannten Early Onset, also früh auftretenden Skoliosen, sagen wir mal vor dem 10. Lebensjahr. Da gibt es auch ein bisschen unterschiedliche Definitionen, die jetzt auch unterschiedliche Gründe haben können. Ich nehme einfach jetzt letztes Mal die sekundären Skoliosen, nicht in Early-Onset-Form, auch bedingt durch neuromuskuläre Erkrankungen oder sonstige Erkrankungen, und eben diese AIS, also die adoleszente idiopathische Skoliose, die wirklich die häufigste ist und wo man schon direkt mal sagen kann, die Ursache, die eigentliche Ursache des Ganzen ist unbekannt. Und darum wird es jetzt auch hauptsächlich gehen. Woher kommt diese Skoliose? Oder was ist die Ätiologie? Sagen wir erstmal, die Ursache war ja unbekannt. Was ist die Ätiologie oder wie passiert das Ganze überhaupt? Warum wird das krumm und ich habe meine Rotation und so weiter? Das ist jetzt, sagen wir mal, die aktuellste Theorie momentan, wobei die gar nicht jung ist. Ja? Also schon vor etlichen Jahrzehnten wurde darüber geschrieben. Es geht im Endeffekt darum, dass im Verhältnis der vordere Anteil der Wirbelsäule schneller wächst als der hintere Anteil. Also die Wirbelkörper wachsen schneller als hinten die Gelenke, Bogen und von mir aus die Dornfortsätze.
Wozu führt das? Kann man sich vielleicht vorstellen, wenn der vordere Anteil schneller wächst als der hintere, biegt sich die Wirbelsäule irgendwie nach hinten. Das heißt, ich gehe aus der Kyphose raus, mehr in die Lordose oder kriege eine Hypokyphose. Ja, vorne wächst schneller als hinten. Das kann ich aber nicht bis zum... Das geht nicht ohne Grenze, sage ich mal. Irgendwann hört das auf, der Wirbelkörper wächst aber weiter und er muss irgendwas machen. Das heißt, er muss ausweichen und das macht er einfach zur Seite. Dadurch kriege ich eben auch die Rotation zustande und die Seitverbiegung in der Frontalebene. Man sagt heute, vermutet man, dass, also die meisten idiopathischen Skoliosen sind im Thorakalbereich rechts konvex. Man vermutet, dass das vielleicht durch die Organe kommt, dass das deswegen seinen Weg eher in diese Richtung nimmt. Ganz interessant ist auch eine Sache, die man eigentlich direkt mal hier vorwegnehmen kann, die passt aber sehr gut zur Ätiologie, ist ein sogenanntes Crankshaft-Phänomen. Crankshaft heißt, glaube ich, Kurbelwelle. Und das bedeutet, wenn man Skoliotiker von hinten fusioniert, nur besteht die Gefahr, wenn die noch Wachstum haben, dass die weiter vorne wachsen und wieder in die Skoliose reinkommen. Und das passt eben ganz gut auch zur Ätiologie oder zu dieser Theorie der Ätiologie, dass die vorderen Anteile mehr wachsen als die hinteren. Wo momentan sagt man, diese Theorie, die ja auch mal lange bestand, dass das irgendwas mit Muskelasymmetrie ursprünglich zu tun hat, dass die zumindest derzeit vom Tisch ist. Es gibt natürlich auch noch zahlreiche andere Publikationen und zahlreiche andere Konzepte oder Ideen, an denen man probiert, was zu finden oder wo man Zusammenhänge feststellt. Trotzdem ist das gängigste Konzept einfach vorher momentan, ohne zu sagen, warum vorne wächst mehr als hinten. So, wir haben schon was vom Alignment gehört und von der Balance vom Dr. Hahn. Und nachdem wir jetzt auch was über die Ätiologie vorne hinten mehr als hinten gehört haben, wissen wir schon, es kann nicht nur, obwohl wir von einer Seitverbiegung in der Frontalebene reden, nicht nur um die Frontalebene gehen, sondern wir kriegen auch Hypokyphosen im Bereich der Brustwirbelsäule. Das heißt, das sagittale Profil interessiert uns im Bereich der Skoliose natürlich auch. Wie werden Skoliosen eingeteilt? Um Skoliosen aktuell einteilen zu können, muss man gewisse Dinge bewerten können. Ich zeige dir einfach mal beispielhaft. Zum Beispiel geht es darum, wo ist die Hauptkrümmung und Nebenkrümmung, sprich Hochthorakal, Thorakal und so weiter. Das Ganze ist festgelegt, von wo bis von welchem bis zu welchem Wirbelkörper dieser jeweilige Unterbereich eingegrenzt wird. Und je nachdem, wo der Apex ist, also der Hauptausschlag der Krümmung, wird das eben definiert durch diese Begriffe. Und da, wo man den größten Winkel hat, das bezeichnet man als Hauptkrümmung, die anderen als Nebenkrümmung. Und wie bestimme ich den größten Winkel? Das wird eben gemessen am Röntgenbild durch spezielle Verfahren. Das ist der sogenannte Kopfwinkel und der wird gemessen von den sogenannten Endwirbeln, die auch wiederum wichtig sind. Das sind die am stärksten verkippten Wirbel. Ja, und dann kriege ich eben raus, dass das hier zum Beispiel der größte Winkel ist im Verhältnis zu dem Bereich hier und dem hochthorakalen Bereich. Ganz wichtig, was interessiert mich auch, jetzt habe ich diese Krümmungen, wir haben schon gehört, flexibel, rigide. Jetzt interessiert mich, ob diese Krümmungen strukturell sind oder nicht strukturell sind. Und das stelle ich eben in den sogenannten Bending-Aufnahmen fest. Das heißt, wenn ich mich zur Konvexität hin beuge, schaue ich, ob das über 25 Grad bleibt. Und alles, was über 25 Grad bleibt, gilt als strukturell. Das ist alles jetzt wichtig für die Klassifikation gleich, dass man das nur mal gehört hat. Dann gibt es so eine Linie hier in der Mitte vom Sacrum, quasi ein Lot wird nach oben gefällt. Da interessiert uns wieder, was macht der Apex des lumbalen Anteils der Skoliose? Wie befindet er sich im Verhältnis zu dieser Linie? Und ich habe schon gesagt, auch das sagittale Profil ist wichtig. Ins ist eine ganz wichtige Geschichte, hat man früher gar nicht so beachtet, die Kyphose der Brustwirbelsäule. Und damit kommen wir jetzt der aktuell oder heute gängigsten Klassifikation. Die Klassifikation, die heißt Lenke oder Lenki, das ist ein Herr Lenki, der das publiziert hat und es wurde so übernommen und der sich quasi zu Lebzeiten seinen Namen damit gemacht hat und man auch sagen muss, zu Recht. Auch diese Klassifikation wird natürlich nach und nach überarbeitet, aber es ist derzeit eindeutig die aktuellste Klassifikation, die genommen wird. Herr Lenki hat eben die verschiedenen Skolioseformen in 6 Typen eingeteilt, das muss man jetzt alles nicht so wissen, hat dazu aber noch verschiedene Parameter genommen, was den Ausprägungsgrad, sprich die Balance vielleicht oder das Lot oder die Dekompensation des lumbalen Anteils angeht und zusätzlich hat er eben auch insbesondere das sagittale Profil, das heißt die Kyphose der Brustwirbelsäule mit hineingenommen. Jetzt kann man sich das auch ein bisschen grafisch einfacher darstellen, so wie wir das auch in unserem Deformitätenbogen haben. Wir haben hier wieder diese 3 Bereiche in diesem, also Hochthorakal, Thorakal, Thorakolumbal. Dann guckt man einfach, was ist die Hauptkrümmung, ja, was hat den größten Winkel. Dann schaut man in den Bending-Aufnahmen, was ist strukturell oder was ist nicht strukturell. Und schon kommt man in den Bereich hinein, den man haben will und hat eben den Kurventyp im Endeffekt.
Dann muss man noch schauen, was macht der lumbale Anteil im Verhältnis zu dieser Linie und was macht die Kyphose. Und so kann man die Skoliosen relativ gut einteilen. Also Typ B, was den lumbalen Anteil angeht, diesen Lumbar Modifier, und eben plus, minus oder neutral, was die Kyphose angeht. Und so haben wir quasi eine Klassifikation der Skoliosen, die auch Auswirkungen hat auf die Therapie. Zum Beispiel, ja, der Hauptapex hier oben bei T8, Kopfwinkel gemessen, 42 Grad. Diese Linie hier befindet sich zwischen den Pedikeln, sagen wir mal. Das heißt, wir haben momentan die Hauptkrümmung thorakal, die Nebenkrümmung hochthorakal und lumbal. Und diesen lumbalen Spine Modifier haben wir hier gemessen, der würde in diesem Falle B betragen. Dann machen wir die Bending-Aufnahmen. Da sehen wir, dass der thorakale Anteil über 27 Grad zum Beispiel bleibt. Die anderen Anteile gehen unter 25 Grad. Das heißt, sie sind nicht strukturell. Thorakal strukturell, hochthorakal und lumbal nicht strukturell. Kyphose kleiner 10 Grad, also zu wenig, minus. Und so kommen wir eben dann über diese Klassifikation oder über das Schema, was wir hier haben, zu dem Typ, den wir haben. Hauptkrümmung thorakal, die Nebenkrümmungen interessieren uns in dem Fall nicht. Thorakal strukturell, Lumbar Spine Modifier und die Kyphose im Bereich der Brustwirbelsäule haben wir unsere Einteilung. Typ 1b minus nach Lenke. Wie sieht es aus mit der Diagnostik? Das meiste haben wir jetzt eigentlich schon gesehen. Das Entscheidende sind Wirbelsäulen-Ganzaufnahmen im Stehen. Sie können eine Skoliose, wenn Sie eine Entscheidung treffen wollen, was Sie machen, oder wenn Sie auch eben den Verlauf oder Progredienz oder sowas beurteilen wollen, können Sie nicht ohne Wirbelsäulen-Ganzaufnahmen im Stehen machen. Und das heißt, mit oberer HWS, mit Schultern, die Schultern sind extrem wichtig, mit Becken und mit Hüftköpfen. Das ist alles wichtig für die Beurteilung. Und Sie kommen auch nicht drum herum, also Sie können jetzt diese Aufnahme machen und sagen, ich habe meine Skoliose, ich kontrolliere das. Wenn es einen Schritt weiter geht Richtung Therapie, Richtung eingreifende Therapie, kommen Sie um die Bending-Aufnahmen einfach nicht herum. Die benötigen Sie einfach, sowohl für Operationsplanung als eben auch für die Einteilung. Ja, gibt es noch ein paar besondere Aufnahmen, Traktionsaufnahmen, wo man einfach dran zieht und schaut, wie sich die Wirbelsäule entfaltet. Oder wie es auch bei der Kyphose die Hypomochlion-Aufnahme gibt, gibt es auch bei der Skoliose in der Konvexität die Hypomochlion-Aufnahme, um zu schauen, was man überhaupt noch erreicht an Reposition. Ganz, ganz unbedingt wichtig, muss man wirklich sagen, also bei uns gehört es zur absoluten Routine, bevor wir Kinder bei Skoliosen operieren, eine Kernspintomographie der gesamten Wirbelsäule. Und warum macht man das? Weil eben die Skoliose doch immer wieder assoziiert ist oder vergesellschaftet ist mit anderen Erkrankungen, die zu schweren neuralen Schädigungen führen bei einer Operation. Wenn Sie eine Skoliose mehr oder minder gerade ziehen, verlängern Sie ein bisschen das Rückenmark. Das sind typischerweise solche Verletzungen wie das Chiari-Syndrom, wo also Teile des Hirnstamms oder meinetwegen noch mehr durch das Foramen Magnum nach unten wandern. Wenn Sie das jetzt noch länger ziehen, kann es eine schwerste Schädigung geben, Syringomyelin, Tessard Cord oder irgendwelche sonstigen angeborenen Anomalien. Das sind also alles Dinge, die wichtig sind. Und wenn Sie schon so ein Kind operieren mit einer derartigen Operation, bei uns gehört es einfach in der heutigen Zeit zum Standard, eine Kernspintomographie der gesamten Wirbelsäule. Therapie, ich sagte schon, über Jahrzehnte jetzt untersucht, das heißt, man hat relativ klare Standards. Man kann eigentlich sagen, so 0, 20, 40. Also alles, was unter 20 Grad ist, ganz grob mal gesagt, kann man konservativ, wir haben es gehört, mit Physiotherapie behandeln. Wichtig ist einfach, das zu kontrollieren. Ja? Vor der Pubertät reicht man jährlich, aber wenn die in den Wachstumsschub kommen, dann kommt die gefährliche Phase, dass das relativ schnell unter Umständen dekompensiert oder die Progredienz hat über 5 Grad, dann muss man eben die Entscheidung revidieren. Das ist also ganz wichtig. So zwischen 20 und 40 Grad ungefähr, oder wenn das Ganze progredient wird, ist mir das Thema Korsett. Das Thema Korsett ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil das, ich weiß nicht, ob jeder mal so ein Korsett gesehen hat, das ist keine Kleinigkeit, so ein Korsett zu tragen. Das Korsett muss 23 Stunden am Tag getragen werden, sagt man, sonst bringt es gar nichts. Ein gutes, sagt man heutzutage, ein positives Ergebnis eines Korsetts ist, wenn ich das nach einigen Jahren wieder abnehme, wenn ich den gleichen Wert habe im Kopfwinkel, wie zu Beginn der Therapie, also keine Progredienz, keine Verschlechterung. Ist schon schwierig, auch die Kinder das tragen, 23 Stunden, ist nicht immer zu erreichen, wie man das möchte. Thorakal über 40 Grad oder thorakolumbalumbal über 50 Grad oder wenn das Ganze eben dekompensiert, sagt man heute eigentlich, dass man mit den Kindern, mit den Eltern über eine Operation eindeutig sprechen muss. Ist natürlich nicht so, wenn jemand zu Ihnen kommt und Sie sehen das zum ersten Mal, dann kann man sich das auch nochmal anschauen, den Verlauf anschauen, so innerhalb von 3 oder 6 Monaten. Aber prinzipiell ist das schon so. Aber es gilt auch bei den Kindern, möglichst lange hinauszögern, irgendwie über die 10 Jahre kommen und wenn es besser, wenn es möglich ist, noch weiter wegkommen.
möglichst lange, also dass sie schon möglichst viel Wachstum erreicht haben. Ja? Das ist eben der Operationszeitpunkt. Das ist immer eine ganz schwierige Sache, vor allem wenn die Kinder sehr jung kommen. Man muss eben schauen, wie entwickelt sich der Kopfwinkel, ist das progredient oder habe ich einen Stillstand momentan, insbesondere wenn das Wachstum eintritt. Ja, diese ganzen Parameter eben auch, was man noch an Wachstum zu erwarten hat. Man möchte die Menarche erreichen oder die Pubertät. Das sind also alles wichtige Parameter, die dann eine ganz individuelle Rolle spielen, wann man den Operationszeitpunkt wählt. Wenn man jetzt operieren muss, kann man auch hier, wie fast bei allen Erkrankungen auch, von hinten oder von vorne operieren. Das hält sich so ein bisschen die Waage. Jetzt hatte man momentan den Eindruck, der Trend geht wieder ein bisschen mehr nach Dorsal, weil halt einfach die Instrumente besser geworden sind. Naja, also der Vorteil ein bisschen des ventralen Verfahrens ist, ich kann besser, also ich habe ja gesagt, wir kriegen eine Hypokyphose an der Brustwirbelsäule, kann man besser wiederherstellen, das Profil. Man achtet immer bei den Operationen drauf, wenn es irgendwie geht, dass ich kaudal nicht weiter als nach LWK4 gehe, weil das hat alles negative Auswirkungen im weiteren Leben unterhalb der fusionierten Bereiche. Das ist manchmal einfacher zu erreichen mit dem ventralen Verfahren. Hochthorakal ist eine der Regionen, die am häufigsten unterbewertet wird. Der hochthorakale Bereich ist ein ganz, ganz extrem wichtiger Bereich für das Operationsergebnis. Da muss ich dann von dorsal arbeiten. Auch wenn ich verschiedene Formen des Release machen muss, muss ich mir überlegen, geht das besser von dorsal oder von ventral. Und die knöcherne Fusion ist eben auch eine ganz entscheidende Frage, welches Verfahren ich wähle. Das sind große Operationen, ja, zum Teil sehr groß. Da müssen Sie interdisziplinär arbeiten, da brauchen Sie eine gute Infrastruktur und das kann nie ganz ohne Komplikationen gehen, ist klar. Da haben wir zum einen die Komplikationen der Operation selbst, ja, das sind Lungenprobleme, Infektionen, alles was man halt kennt, je größer die Operation, so je größer die möglichen Risiken. Auf der anderen Seite haben Kinder den Vorteil, dass die nicht zu vergleichen sind mit jemandem, der Jahrzehnte hinter sich hat und viel Verschleiß hat. Das neurologische Problem auch intraoperativ, ich erwähnte es schon, die Myelonschädigung macht man heute ein intraoperatives Neuromonitoring, um das auszuschließen, aber auch die Probleme der Fusion an sich, ja, dass das Ganze einfach nicht hält, dass das wieder zusammenbricht, dass das Material bricht, dass das nicht fusioniert, Crankshaft, ich habe schon erzählt, also da gibt es natürlich zahlreiche Unwägbarkeiten, die einen da heimsuchen können und je mehr man davon macht, die einen natürlich auch irgendwann heimsuchen. Wie plane ich jetzt so eine Operation zum Beispiel? Auch dafür muss ich noch mehr Parameter wissen, als ich es eigentlich bisher genommen habe für die Klassifikation. Auch hier nur, dass man es mal gesehen hat, wir waren bisher so beim Endwirbel, der am meisten verkippt ist. Ja? Dann gibt es auch noch einen Neutralwirbel, das ist der Wirbel, der einfach nicht mehr rotiert ist. Der ist also auch ganz wichtig für uns. Apex haben wir schon gehört. Die Linie hatten wir schon gehört auf der linken Seite vom Sacrum, aber auch das C7-Lot interessiert uns. Uns interessiert auch, welcher Wirbelkörper in einer speziellen Form zum ersten Mal richtig geschnitten wird von dieser Linie, die ich hier genannt habe, vom Sacrum. Uns interessiert auch, ob den Wirbelkörper, den ich mir als letztes aussuche, ob ich den möglichst parallel kriege. Ich schaue, welche Bandscheibe in der Bewegung, im Bending-Aufnahmen sich noch bewegt. Ich habe gesagt, der Schulter ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte und die hochthorakale Geschichte ist ganz, ganz wichtig, weil man muss sich einfach vorstellen, vielleicht, weil das wichtig ist, dass man es einmal erklärt, wenn ich eine rechtskonvexe Skoliose habe, thorakal, was das häufigste ist, dann geht die linke Schulter erstmal nach unten, ja, weil ich einfach so dastehe. Soweit ist das alles noch gut. Wenn ich den dann operiere und ich nehme die Skoliose weg, ist die Schulter wieder gerade. Alles okay. Das Problem ist nur, wenn der ausgeglichen hat, der will die Schulter wieder hochbringen, dann macht er eine Gegenkrümmung hier oben. Dann hat er zum Beispiel einen Schultergradstand oder so, womöglich sogar einen Schulterhochstand hier. Wenn ich das dann gerade mache, dann ist nach der Operation die Schulter noch viel höher. Und deswegen ist gerade die Hoch-, und das Ganze geht überhaupt nicht, muss man sagen. Ja? Und deswegen ist die hochthorakale Krümmung eben so wichtig, leider Gottes dann auch immer operationstechnisch, schon nicht am unangenehmsten, aber gehört nicht zu den angenehmen Dingen. Gesagt, die Kyphose ist ganz wichtig, dass man darauf schaut bei den Operationsparametern. Das hat der Dr. Hahn schon angeführt. Das nimmt ein bisschen mehr Einzug auch in die Skoliosechirurgie. Allerdings ist man sich auch da noch nicht ganz sicher, wie viel Prozent davon in diesem Bereich eher akademisch oder praktisch von Nutzen sind. Ja, wenn man jetzt sowas hat, haben wir diesen Lenketyp 1b zum Beispiel. Wir haben einen Kopfwinkel, der uns sagt, dass wir eine Operationsindikation haben. Wir haben das Kind beobachtet und so weiter. Auf jeden Fall steht die Operationsindikation. Suchen wir uns diese Wirbel raus, die ich genannt habe. Das müssen nicht immer dieselben sein. Die können auch wirklich auseinanderliegen. Dann schaue ich mir diesen T1-Tilt an. Das ist also ein Parameter quasi auch für den Schultertiefstand. Der ist negativ. Das sind also die verschiedensten Parameter, die ich mir da nehme. Ich gucke nach der letzten beweglichen Bandscheibe. Die ist in diesem Fall auch direkt unter den Neutralwirbel und so weiter. Das heißt, ich habe meine OP-Indikation,
ich weiß jetzt durch die ganzen Wirbel, ich gehe in diesem Falle vom Endwirbel zum Beispiel bis zum nächsten Endwirbel, also von T5 bis T12 muss ich irgendwie operieren. Da weiß ich immer noch nicht genau, was ich mache. Ich habe die Möglichkeit, das dorsal zu machen oder ventral zu machen. Muss man halt sagen, das ist relativ flexibel gesehen, hat man in den Bending-Aufnahmen. Man kann das sehr gut von dorsal machen. Früher hat man immer gesagt, von dorsal muss man die Fusionsstrecke erweitern. Man schafft das mit den Instrumenten nicht. Heute hatte man häufig so gute Instrumente, dass man auch von End-zu-End-Wirbel gehen kann, wie mit der ventralen Operation. Also könnte man sehr gut von dorsal hier machen. Ein anderer Aspekt für das ventrale Vorgehen wäre hier, wir haben gesehen, die Kyphose ist zu wenig. Man kann die Kyphose besser von ventral rekonstruieren, weil man von ventral einfach die Bandscheibe vorne wegnehmen kann und jedes Mal sackt das ein bisschen zusammen und ich kriege einfach eine bessere Kyphose. Da muss man sich überlegen, ja, auch bei solchen Fällen, wo wirklich das auf beiden Seiten gleich viel steht, muss man das auch besprechen. Ja, das ist auch ein Zugangsproblem, der eine will das, der andere nicht. Muss man schauen, ob Lungenprobleme und sonstiges vorher da sind. Da gibt es also schon verschiedene Parameter. Andere Skolioseform hier. Auch hier sieht man lumbal, thorakal, das ist jetzt eine 5C, also eine lumbal-thorakolumbale Skoliose. Und man sieht eigentlich, das ist jetzt nicht direkt postoperativ. Wenn man auch nur, wenn man diese ganzen Parameter einbezieht und sich dann für die entsprechende Operation entscheidet, dann reicht das auch, den Bereich, den man festgelegt hat, zu operieren, weil der restliche Bereich, wenn er dann nicht strukturell ist, sich ausgleicht. Neben diesen idiopathischen Skoliosen, haben Sie gehört, gibt es natürlich noch eine ganze Menge anderer Skoliosen. Ich will nicht groß darauf eingehen, aber die sind natürlich auch für uns wichtig. Neuromuskuläre zum Beispiel, die erhebliche Ausprägungsgrade haben, Morbus Recklinghausen, Tumore. Bei diesen Skoliosen muss man schon sagen, bestehen andere Konzepte als bei den idiopathischen Skoliosen. Auch die Klassifikation ist in dem Sinne nicht ganz so anwendbar, häufig gar nicht anwendbar. Warum bestehen da andere Konzepte? Weil die Umgebung, sei es Muskulatur und sonstiges, zum Beispiel neuromuskulär, wenn die gelähmt sind, haben sie ganz andere Bedingungen als bei jemandem, der eine normale Muskulatur hat. Vorsicht muss man immer sagen, bei allen Formen, das gilt für alle anderen Kollegen, auch draußen, so alle atypischen Skoliosen, ja, die so angulär sind oder die nicht so passen, wo man keine Rotation dabei hat, allergrößte Vorsicht. Und dann muss man auch immer, oder machen wir immer eine Diagnostik, kann immer mal ein Tumor oder sonstiges dahinter stecken, auch bei den Kindern, und fischt man regelmäßig raus, muss man leider Gottes sagen. Ja. Sie sehen mal, wie anders die Konzepte sind, zum Beispiel bei so einer neuromuskulären Skoliose mit einem Korbwinkel weit über 100 Grad. Da greifen natürlich nicht mehr die Konzepte, die man für die idiopathische Skoliose hat. Kein muskulärer Halt, muss man eben von unten bis oben, das ist quasi Standard, das Ganze fusionieren, weil das sonst niemals hält und alles auseinanderbricht. Habe auch ganz andere Ziele hier, zum Beispiel Sitzfähigkeit, oder ich habe jemanden, der kann noch gehen, habe ich das Ziel der Gehfähigkeit. Aber die Ziele sind ja in keinster Weise irgendwie zu vergleichen mit den normalen idiopathischen Skoliosen. Und Sie sehen gerade dann bei diesem ganzen Themenbereich, bei diesen Kindern, was das für große Operationen sind. Die meisten Kinder sind dann sowieso schon vorbelastet, auch mit anderen Krankheiten oder Defiziten. Da sind wir auch froh, dass wir auch jetzt hier speziell ganz besondere Kinderintensivstationen haben, Kinderklinik haben. Das brauchen sie alles, ohne das geht das alles in dem Sinne gar nicht. Ja, und weil man, glaube ich, jetzt auch mal vermitteln konnte, dass das Ganze schon relativ komplex ist und auch von der operativen Seite her zumindest ziemlich aufwendig und man sich auch genau überlegen muss, wann und wie man sich dahin entscheidet, haben wir nicht nur für die Skoliosen, sondern für alle unsere Kinder, muss man eigentlich sagen, extra Sprechstunden, dann auch nochmal extra Sprechstunden für die Wirbelsäule oder für sonstige Organsysteme, weil man sich da schon mit den Kindern und mit den Eltern auch zum Teil wirklich ausgiebig und lange beschäftigen muss. Ja. Ja, das war der letzte Vortrag, nicht? Dankeschön. Ja, danke, das haben Sie sehr gut gemacht. Und zum Glück haben wir auch nicht über die Herkunft so der Wörter so diskutiert. Aber es ist ein schwieriges Thema auf jeden Fall und auch ein sensibles Thema, wie man das mit den Kindern macht.